So Leute, wir haben die erste Panne. Es ist eh heute schon Sauwetter. Nein, das reicht nicht. Wir haben auch noch einen Platten. Jetzt können wir erst mal sehen, dass wir irgendwie zur Werkstatt kommen, oder? Wir müssen unseren, wie heißen die? Ja. Unsere, nicht ADAC, sondern? Gym Drive. Gym Drive rufen. Super. Also, heute Nacht, es hat geschüttet und wir haben hier unter so einem großen Kastanienbaum gestanden. Und diese riesen Tropfen, das war so laut. Ehe wir dann heute mal so in die Gänge gekommen sind, weil es mit dem Hund draußen, es war alles pitschepatsch und nass. Also wirklich, egal, die Jacke innerhalb von 3-4 Minuten klitschnass und es hat ja nicht geregnet, sondern richtig geschüttet. Und jetzt sind wir endlich weggekommen und Michael fährt zur Entsorgungsstation und ja, sieht, dass wir einen Platten haben. So, jetzt haben wir erstmal mit dem Reifenluftdruck-Ding da aufgepumpt, provisorisch. Und jetzt müssen wir erstmal schnell irgendwie sehen, ob wir zur nächsten Werkstatt hier kommen und hoffen, dass wir irgendwie neuen Reifen kriegen oder irgendwas. Sonst, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Scheiße. So, wir waren jetzt hier in der Werkstatt gleich um die Ecke. Aber Michael sagt, die haben keine Lust. Ja, ich weiß es nicht. Also die wollen sagen, sollen zum Reifen. Händler da fahren nach Prien. Ist aber auch, glaube ich, nicht so schlimm, weil es sieht nicht so aus, als ob es ein massives Leck ist. Das Ventil scheint etwas undicht zu sein. Und ich glaube, das ist schon seitdem die Dinger drauf sind jetzt. Und wir fahren da jetzt mal hin. Das brauchen wir vielleicht nur nachziehen, das Ventil. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss auch nur ein neues rein. Das kostet auch nur einen Euro oder was. Das ist kein Thema. Wir fahren da jetzt mal hin. Also auf geht's nach wo? Prien. Prien, Reifen. So, wir sind jetzt hier in der Werkstatt in Prien am Chiemsee. Kfz-Reparaturen. Wie heißt das? Rennrot. Renault. Reifen Auto Service Renault sind wir jetzt. Die gucken sich jetzt das an. Sehr nett, ganz schnell. Schauen wir mal. Also die Tour bis hierhin hat es geschafft. Da hat er keine Luft mehr verloren und jetzt müssen wir halt abwarten. Er guckt jetzt mal, der gute Mann, ob man nur ein neues Ventil brauchen oder wie auch immer. Hoffentlich. Oh, hoffentlich. Also so ein richtiger Schlechtwettertag im Wohnmobil, also das ist schon eine Herausforderung, das muss ich echt sagen. Also so richtig Schlechtwetter meine ich. Also das ist ja schlimmer als Winter, weil im Winter kannst du rausgehen, wenn es schneit und alles. Aber hier heute, da hast du alles sofort eingesaut. Ich war heute, ich lasse es 5 Minuten oder 6, 7 Minuten gewesen sein mit dem Hund. Es war komplett alles eingesaut. Der Hund dreckig, pitschepatsch und nass, die Jacken pitschepatsch und nass, der Schirm pitschepatsch und nass. So, dann stellst du das jetzt mal in so ein Wohnmobil, in so ein kleines, alles rein und hängst mal rein. Die nassen Jacken und alles und, oh, also das ist, du kannst dich ja überhaupt nicht draußen bewegen, du hast ja gleich alles eingesaut. Ja, das ist schon so eine Herausforderung. Und wenn du dann auch so ein relativ kleines Wohnmobil hast, dann muss da schon System herrschen. Also es war heute eine kleine Herausforderung. So, es war Gott sei Dank nur... Das Ventil, also hat jetzt keine 20 Minuten gedauert. War sehr, sehr nett gewesen. Ja. Und Gott sei Dank, wir haben Glück. Oh. Gell? Ja. So, jetzt haben wir noch eine Apotheke, ein bisschen Vitamine holen für uns angeschlagenen, kränkelnden Wesen. Und dann geht's mal langsam los. So, wir sind jetzt an einer der letzten Raststätten, wo es ein Pikal gibt für Slowenien. Und das hat gerade der Michael geholt. Wo läuft er denn jetzt denn?
Also wir verlassen gleich Österreich. Ja, ich habe nicht so ganz so viel mitgekriegt. Ist auch trübe und es regnet und ja, bei mir entwickelt sich irgend so ein Scheißdreck. Ich habe ganz viel geschlafen. Jetzt haben wir schon zwei Picker.